Sie ist als Nachfolgerin von Peter Struck in den Deutschen Bundestag gekommen und sie hatte sofort einen glänzenden Start. Sie gehört zu den Besten in der Verkehrspolitik und Infrastrukturpolitik hier im Bundestag. Und sie ist in Berlin unverzichtbar. Eine ganz ausgezeichnete Wahlkreisabgeordnete. Ich war beeindruckt davon, wie sie vor Ort sich engagiert, um die Teilhabe von Menschen, die zu uns geflüchtet sind. Und ich habe selten eine Kollegin erlebt, die so gut vorbereitet war, die so gute Ideen hatte und die auch strategisch so gut überlegt hat, wie man das Ganze umsetzt. Mit Engagement, mit Überzeugungskraft. Ich habe Sie auch im Wahlkreis besuchen dürfen und habe gesehen, wie intensiv Sie dort mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den verschiedenen Gruppen, auch zum Beispiel mit der Lebenshilfe und den Menschen mit Behinderung auch sehr intensiv in Austausch pflegen. Wenn sie nicht wieder im Bundestag wäre, wäre es ein echter Verlust. Deutschland braucht sie und ihre Region kann sie auch gebrauchen. Ich bin froh, dass ich diese Abgeordnete habe.